Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascal Erzählt Kanal. Ihr wisst doch Bescheid. Und zwar kommen wir zum Flair, aka Frank White, aka Flizzy. Ihr wisst schon Bescheid. Zum Unboxing ist es wirklich passiert. Das Widder-Album ist endlich draußen. Es wird nicht nochmal verschoben. Geil, Alter. Ich habe das Box-Video schon einmal gemacht. Da gab es ein paar Tonschwierigkeiten. Deswegen drehe ich es hier nochmal. Also nicht wundern, wenn es schon geöffnet ist. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal die Widderbox. Hier. Boom. Sieht nice aus. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist die erste Flair-Box, die ich habe, was sehr seltsam ist eigentlich. Aber Flair hat die letzten Sachen im Boxen in seinem Bundle verschickt, ob es diese Frank White Jacke war oder diesen einen Hoodie. Ich habe schon seit meinem Kanal ein paar Boxen von Flair gehabt, so theoretisch. Aber es ist so die erste Box, die man sich ins Regal stellen kann. Sieht nice aus, ist klein, kann man gut irgendwo hinstellen und sieht geil aus. Ich liebe dieses Logo. Machen hier erstmal den Karton hier auf. Gucken wir mal, was wir hier zuerst zeigen. Und zwar entscheide ich mich natürlich für das Poster vom Flair, was nur einseitig ist. Boom. Aber ein chilliges Foto, wer auf Poster steht, Alter, kann man sich doch gut hinhängen, oder? Was sagt ihr? Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich über Poster und Sticker freut, so an sich. Aber sonst. Dann haben wir hier natürlich das Flair-Album-Cover, was für Flair-Verhältnisse gar nicht so besonders aussieht, aber okay. Hier, zack. Dann haben wir hier die Tracklist, wo Hengst drauf ist. Wo nochmal Hengst mit Sido drauf ist. Dann haben wir noch Takt 32, auch übernicer Rapper. Dann haben wir noch einen Song mit Hengst und Level. Hengst ist übrigens bei Maskulin gesigned, an jeden, der es vielleicht noch nicht mitbekommen haben sollte. Kollega ist drauf, Prinz Pi. Wir haben 19 Tracks, Digga. Hengst ist nochmal zum Schluss drauf, hatte ich das gesagt? Die Instrumental-CD gibt es hier sogar auch noch drin. Nice. Aber hier könnt ihr auch nochmal selber gucken. Ich freue mich aufs Album. Heute werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, reinzuhören, aber ich freue mich immer auf Flair-Alben. Ist einfach ein krasser Rapper. Egal, ob man jetzt auf der Seite ist, auf der, scheiß mal auf diese Filme, so. Weißt du? Ich genieße einfach die Musik, Alter. Dann haben wir die Kette, die Chain, die Tennis-Chain, ihr wisst schon. Da war ich sehr gespannt drauf und hier ist das Ding. Hier haben wir natürlich noch diesen Beutel, Soprano. Boom. Da ist das Ding. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen alles. So, zack, zack. Hier kann ich auch noch mal so halten. Aber im Gegensatz zu den Deutschrap-Ketten, die wir sonst haben, finde ich die schon wirklich nice. Die glänzt auch so ein bisschen. Und diese Kette von CLNG zum Beispiel, wo es dann fast nur Plastik war, gab es auch noch andere Beispiele, aber der fällt mir jetzt gerade ein. BBM war schon cooler so, ging schon langsam in die richtige Richtung. Aber die vom Flair ist dann noch mal stärker, würde ich schon sagen. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber so vom Optischen würde ich jetzt denken, dass die besser ist als die Kette, die ich hier jetzt oben habe, wo ich immer mein Mikro dran mache. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich habe wirklich null Ahnung, ich sage einfach nur, was ich denke. Und das haben wir hier noch. Zum Schluss dieser Box haben wir hier noch ein Widder-T-Shirt von Flair. Und jeder, der mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass in der ersten Aprilwoche oder in der zweiten Aprilwoche wird es ein Gewinnspiel geben. Und da wird unter anderem dieses T-Shirt, kann man da gewinnen. Jeder, der es feiert, Digga, soll gerne teilnehmen. Alles andere werde ich bei YouTube dann irgendwo bekannt geben. Ihr wisst doch Bescheid, Alter. Aber nicht nur das. Dann habe ich mir noch ein Bundle vom Flair bestellt. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Boxen. Das heißt, wir haben eigentlich ein Double Unboxing vom Flair. Flizzy, Frank Wright, ihr wisst schon Bescheid, Alter. Und zwar werdet ihr zusätzlich das Flair Widder-Abo nagelneu, ohne dass ich es auspacken werde, werdet ihr gewinnen. Also einer von euch. Da wird das Widder-T-Shirt und das Flair-Album, so viel kann ich schon mal sagen, werden dabei sein. Aber da wird es natürlich auch noch mehr zu gewinnen geben. So, das war dazu. Und
Dann zeige ich euch mal, warum ich einfach dieses Bundle zusätzlich bestellen musste. Ich hatte ja erst wegen dieser Kette, da dachte ich schon, Digga, nicht schlecht, Alter. Also auf dem Bild sah die halt so nice aus und so weiter. Aber der Boxinhalt ist nochmal anders heftig. Vielleicht der krasseste Pullover, den ich jemals in einer Box gesehen habe. Ohne Scheiß. Die Qualität fühlt sich übernice an. Vom Aussehen feiere ich den halt einfach übertrieben. Flair ist, was Boxen angeht, einfach der krasseste Motherfucker. Sagt, was ihr wollt, so, weißt du? Selbst wenn du Flair nicht magst, aber, Digga, was er sich für seine Fans immer einfallen lässt, ist doch wirklich krank. Er macht sogar extra 3 verschiedene Boxen. Wie krank ist das bitte? Also ich feiere das übertrieben. Pulli, ja, habe ich euch den Nacken nochmal gezeigt. Da haben wir halt nochmal so einen Schriftzug. Zack. Aber Digga, feiere ich diesen Sweater. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Gewinnspiel kommt den 1. oder 2. Aprilwoche. Und solange kommentiert, abonniert meinen Kanal und so weiter. Ja, und natürlich das Albumstream. Flair muss auf die 1, ihr wisst schon Bescheid. Unter anderem sind, glaube ich, auch das Jalil-Album und das Brecho-Album rauskommt. Bin aber nicht ganz sicher bei Brecho, aber Jalil auf jeden Fall. Auch Jalil. Alles Gute mit dem Album. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich war es das. Wie gesagt, Kanal abonnieren. Bald startet das Gewinnspiel. Und ja, macht's gut, meine Freunde. Peace.